Die Wohnung ist gekündigt. Grünen Smoothie, ich liebe den sehr. Ich habe jetzt echt schon einige Anzeigen drin. Ich will jetzt mein ganzes Leben verkaufen. 12 Wohnungsbesichtigungen hintereinander für meine Wohnung für einen Nachmieter. Gleich kommt jemand und holt die Balkonmöbel ab. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Herzlich willkommen zum nächsten Umzugsvorbereitungsvlog. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute vor, ein paar Möbel zum Verkauf einzustellen. Ich habe ja im letzten Vlog mit euch zusammen so besprochen, was werde ich behalten, was werde ich nicht behalten, was kommt mit in die neue Wohnung, was werde ich verkaufen und so. Und jetzt geht es daran, die Sachen auch wirklich zu verkaufen. Deswegen will ich jetzt schnell ein paar Bilder machen und die auf eBay hochladen. Weil ich muss in einer halben Stunde los zum Geburtstag meiner Schwester. Und da will ich natürlich nicht zu spät kommen und deswegen mache ich jetzt ganz flott noch die Fotos von den Balkonmöbeln, von meinem Küchentisch und von den Stühlen. Vielleicht will ich nicht meine Fotos da drauf haben. Sagte sie, während diese Fotos immer im Hintergrund von ihren Videos sind. Aber irgendwie ist eBay ein gruseliger Ort. Ich frage mich jetzt, ist es schlauer, die Stühle separat vom Tisch anzubieten oder das als Set anzubieten oder beides zu machen? Also quasi den Tisch hochzuladen, die Stühle hochzuladen und dann ein Set hochzuladen von Tisch und Stühlen. Vielleicht ist letzteres am schlauesten. Boah, ich habe gar keinen Bock jetzt, dieses Ding zu fotografieren, weil, oh, diese Spinne. Leute, I can't do this. Ich guck mal, ob es Online-Fotos gibt. Dann muss ich meine nur so ergänzend machen. So, wie funktioniert das jetzt? Anbieten, Bilder hinzufügen. 1, 2, 3. So vielleicht. Ah, das sieht doch toll aus. Ich biete Esstisch. Okay Leute, ich habe jetzt hier meine Anzeige drinnen. Einmal für den Tisch, einmal für die Stühle separat. Ich habe jetzt beim Tisch einfach dazu geschrieben, dass man das auch als Set mit den Stühlen bekommen kann. Ja, jetzt warten wir mal ab. Ich mache mich jetzt auf jeden Fall auf den Weg zum Geburtstag meiner Schwester. Ich habe vorhin schon Kuchen gebacken. Den habe ich schon zu meinen Eltern gebracht, weil wir dort feiern. Jetzt schnappe ich mir noch ihre Geschenketüte und dann düse ich rüber. Und ich freue mich sehr auf den Nachmittag. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Wenn es weitergeht mit dem Ausmisten. Ich bin richtig drin, Leute. Und ich habe diese Woche noch Urlaub. Das heißt, ich will jeden Tag richtig gut nutzen. Guten Morgen, Leute. Das ist der nächste Tag. Ich habe gestern noch mit meinem Vermieter telefoniert. Und der hat es eigentlich recht gut aufgenommen, würde ich sagen. Begeistert ist er jetzt natürlich nicht, aber es ist ja auch okay. Und ja, jetzt beginnt die Suche nach einem oder einer Nachmieterin für diese Wohnung. Ich muss sagen, ich bin ja eigentlich objektiv ganz optimistisch, dass wir jemanden finden, sodass ich nicht doppelt zahlen muss, weil die Wohnung ist toll. Die Wohnung ist 1A toll und ich liebe sie und ich kann sie jedem auch nur ans Herz legen. Deswegen hoffe ich, dass wir die Wohnung vermietet kriegen, sodass ich nicht doppelt zahlen muss. Aber ich habe jetzt eben schon einen weiteren Artikel bei eBay Kleinanzeigen hochgeladen. Und zwar diese beiden Gartenstühle. Der Zustand ist wie gesagt nicht mehr der Burner, aber für 5 Euro oder for free für Selbstabholung hoffe ich, wird sich da jemand finden. Für den Tisch kommt eventuell heute Vormittag jemand vorbei, um sich den anzugucken. Ich hoffe, dass die Person das dann auch direkt kauft. Und die Balkonmöbel-Situation habe ich immer noch nicht abfotografiert. Das muss ich jetzt gleich mal machen. Ich habe eben schon ein bisschen gesaugt. Und dann werde ich, glaube ich, das auch noch abfotografieren und einstellen und hoffen, dass das jemand kaufen mag. Und ich habe mir überlegt, den Outdoor-Teppich zu behalten, weil dadurch, dass der so haftend ist, für Outdoor eben, kann man ihn, glaube ich, gut in die Küche legen. Und wir haben bei unserem Küchen- und Essbereich, ist der Küchenbereich durch Fliesen getrennt und beim Essbereich ist dann Parkett. Und die Fliesen finde ich jetzt nicht so super schön, deswegen dachte ich, vielleicht kann man da mit so einem Teppich arbeiten. Deswegen würde ich den, glaube ich, doch behalten und mitnehmen. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall meinen Frühstücks-Smoothie. Das ist so mein Go-To-Smoothie, den ich immer mache. Und ich dachte, ich zeige euch den mal, weil der ist sehr, sehr lecker. Und das ist eine gute Möglichkeit, um grünes Gemüse zu essen bzw. zu trinken, ohne dass man es schmeckt. Weil da ist Blattspinat drin. Deswegen ist er auch grün, aber er ist mega lecker, man schmeckt es nicht. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ihr braucht einen Smoothie-Maker, eurer Wahl. Bitte judge nicht, wie dreckig diese Flasche ist. Die wird nicht mehr richtig sauber. Dann braucht ihr eine gefrorene Banane.
Dann braucht ihr Blattspinat. Ich zeige euch das jetzt so. Sieht irgendwie mega nasty aus. Ich muss dringend Bananen nachkaufen. Ich habe meinen Blattspinat hier eingefroren, damit er sich halt länger hält. Und davon packe ich jetzt was auch da rein. Und dann braucht ihr auch noch gefrorene Mango. Einfach so ein paar Stücke mal fühlen. Und dann füllt ihr das Ganze mit einem Saft eurer Wahl auf. Ich benutze immer so einen Multisaft. Das finde ich eigentlich immer ganz lecker. Und dann wird das Ganze gemixt. Und schon habt ihr einen mega leckeren, mega schnellen, mega gesunden grünen Smoothie. Ich liebe den sehr. So, ihr Süßen, ich komme gerade vom Wocheneinkauf mit meiner Mama. Ich habe irgendwie so viel gekauft und so viel geiles Zeug gekauft, denn ich plane eine Überraschungsparty für meinen Freund. Der hat am Wochenende Geburtstag. Und ich habe alle seine Freunde animiert und eingeladen. Und wir werden eine kleine Grillparty schmeißen. Da freue ich mich sehr drauf. Und er weiß nichts. Ich glaube, er ahnt ein bisschen was. Ich freue mich sehr. Deswegen habe ich da schon einige Sachen besorgt. Den Rest besorge ich am Freitag. Und jetzt ist schon jemand für die 2 Gartenstühle auf dem Weg. Also jemand hat die bei Kleinanzeigen direkt gesehen. Und ich kriege jetzt noch 5 Euro pro Stuhl. Ganz ehrlich, besser als nix. Da freue ich mich sehr. Ach Leute, es ist toll. Es ist einfach toll. Wirklich jeden Tag, seit wir die Zusage haben. Eigentlich seit wir die Wohnung gesehen haben. Wenn ich ehrlich bin, denke ich darüber nach, wie dieses neue Kapitel wird. Und ich freue mich so dolle drauf. Und ich will trotzdem so die letzten paar Monate und Wochen jetzt in der Wohnung noch richtig auskosten und genießen, weil ich es hier immer noch sehr, sehr liebe. Aber ich freue mich so dolle auf das neue Kapitel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist euer Zeichen, das, was ihr die ganze Zeit für euch herschiebt, einfach zu machen. Ich habe jetzt die Gartenmöbel reingestellt und es ging mega schnell. Also das, was am längsten gebraucht hat, war, dass ich suchen musste, wo ich das bestellt habe. Ich habe den Link nicht mehr gefunden, aber dann habe ich es gefunden. Und jetzt habe ich hier meine wunderschöne Anzeige aufgegeben. Ja, bin mal gespannt, ob das jetzt demnächst weggeht. Es ist irgendwie total erleichternd, die Sachen loszuwerden, die man nicht mehr braucht. Und ich will jetzt total viel verkaufen. Ich glaube, ich stelle jetzt gleich auch meine Pflanzen rein, weil ich habe gerade zur Freundin noch gefragt, ob die haben wollen. Eine geht zu einer Freundin, die andere zieht auch bald um. Deswegen kann die nicht gebrauchen, weil die zieht weiter weg. Deswegen werde ich die auch gleich teilweise for free, teilweise für so 10 oder 5 Euro oder so reinstellen. Aber dann wird es hier nach und nach leerer und irgendwie finde ich es toll. Ich lieb's sehr. Leute, ich heule doch. Die Frau, die gerade die Stühle abgeholt hat, die Gartenstühle, war ja die größte Maus, die mir je begegnet ist. Erstens hat die 10 Euro auf eine Schokolade geklebt. Sagt so, ja, ich kann doch die 10 Euro jetzt nicht einfach so vorbeibringen. Die war so, boah, ich würde sagen Ende 60. Und sie war so eine Maus. Sie war so, das ist ja toll, dass es so schnell geklappt hat. Und jetzt hast du Platz für Neues. Und ich gesagt, ja, ich ziehe aus. Deswegen brauche ich die Balkonmöbel nicht mehr. Ach, warum denn? Das ist doch so eine tolle Wohnung und so zentral und so ein super Blick. Und ich gesagt, ja, finde ich auch. Ich liebe die Wohnung auch. Aber ich ziehe mit meinem Freund zusammen. Und sie war so, ach, das ist doch ein schöner Grund. Aber der Mann muss es wert sein, dass sie diese Wohnung aufgeben. Die war total süß. Wow, ich liebe so Leute. Ich liebe so Leute, die einfach so richtig herzlich sind. Auch zu Fremden. Das ist einfach toll. Das hat gerade meinen ganzen Tag gemacht. Ich habe hier jetzt echt schon einige Anzeigen drin. Und Leute, lasst mich euch eins sagen. Es macht total viel Spaß. Und es ist irgendwie richtig satisfying. Und das motiviert mich jetzt. Weil ich muss dran denken, dass ich eine Kamera habe, die ich schon seit ich Vollzeit arbeite und keine Imagefilme mehr produziere. Also locker seit 3 Jahren. Lol. Seit 3 Jahren will ich die verkaufen. Und ich war immer zu faul, das zu machen. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wenn ich mich nicht irre, habe ich die hier drin. Ja, guckt mal, Leute. Ich habe aus der Zeit, wo ich noch selbstständig war und Imagefilme und so gemacht habe, habe ich hier halt echt noch Equipment, ne? Und es ist halt zu schade, um einfach da drin zu chillen. Ich habe dieses Mikrofon. Und dann habe ich hier meine Kamera mit auch 2 verschiedenen Objektiven drin. Und ich habe sogar so ein Videolicht, was alles echt coole Sachen sind. Ja, das werde ich jetzt mal fotografieren und dann auch einstellen. Um 20 Uhr kommt die nächste Person und holt eine Pflanze ab. Die ist zwar for free, aber Hauptsache weg. Das ist jetzt wirklich mein neues Hobby. Ich habe so viel Spaß daran. Ich habe gerade 2 Kameraobjektive verkauft. Dieses hier und dieses hier. Und kriege jetzt insgesamt dafür 380 Euro. Ist das ein Slay oder ist das ein Slay? Es macht so Spaß, Leute. Ich gehe richtig drin auf. Ich will jetzt mein ganzes Leben verkaufen. Another day, another Ausmist-Session. Wir befinden uns in meiner Küche, weil ich mir erstens gerade Mittagessen koche. Und zweitens ich den nächsten
Part der Wohnung zum Ausmisten in Angriff nehme. Und das wird die Küche sein. Weil ich glaube, in diesen Schränken verbirgen sich teilweise Dinge, die ich komplett vergessen habe. Und so geschirrtechnisch müssen wir eh gucken, was ich alles mitnehme und was nicht. Ich wurde schon dafür gerügt, dass meine Pfannen und Töpfe nicht so qualitativ hochwertig sind, deswegen werde ich die vielleicht nicht mitnehmen. Ich mache hier jetzt gerade Mittagessen. Das wird so eine Nudelpfanne mit dieser Soße. Die gibt es beim Aldi. Die haben so verschiedene, ich glaube 3 verschiedene Geschmacksrichtungen. Und ich mag die alle richtig gerne. Also die sind richtig, richtig toll für so Wokgerichte. Ich habe heute Morgen wieder ein bisschen Cash verdient, weil jemand vorbeikam und die Kamera gekauft hat für jetzt insgesamt 200 Euro. Der war irgendwie, also ich habe gestern so geschwärmt, aber der war creepy. Das war so ein Mann um die 50 und ich wollte das extra so mit offener Wohnungstür am Eingangsbereich machen, weil der wollte die sich halt angucken, bevor der die kauft. Und der ist wie selbstverständlich in meine Wohnung rein. Das hat mir gar nicht gefallen und der hat auch nicht so den persönlichen Abstand, der hat da nicht so ein Gefühl für gehabt. Aber ich glaube, der war nicht creepy, sondern der war einfach komisch. Also der hatte keine komischen Absichten, sondern der war einfach komisch. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Kamera verkauft. So, die ganzen Schränke und so habe ich jetzt gemacht, aber die Messer und Pfannen und sowas will ich dann gemeinsam machen, damit wir dann auch entscheiden können, was gehen kann und nicht. Weil ich würde einfach alles mitnehmen, aber ich glaube, er hat bessere Sachen und wir brauchen ja manche Sachen nicht doppelt. Deswegen ist die Küche jetzt so halb abgehakt, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall ein guter Stapel, der weggeht. Nämlich dieser. Das geht alles weg. Das geht zurück an meine Mama, weil die habe ich aus Versehen von ihr. Ich werde tatsächlich erstmal, Alter, ich muss mir abgewöhnen, tatsächlich zu sagen, Leute, ich habe das beim Schneiden von den letzten 2 Videos gemerkt, dass ich das am laufenden Band sage. Tatsächlich, sage ich das echt auch. Ich werde die aussortierten Küchensachen erstmal unten bei uns in den Flur stellen, weil das ist eigentlich echt cool. Hier wohnen relativ viele Leute im Haus. Also wir haben 11 Stockwerke und auf jedem Stockwerk sind 5 Wohnungen. Und das ist so ein Ding hier, dass man, wenn man irgendwas verschenken möchte, es einfach unten auf diese Bank stellt, die wir im Eingangsbereich haben. Und ich habe da schon super oft Sachen hingestellt, irgendwie Produkte, die ich doch nicht benutze, die noch unangefangen sind oder so. Oder irgendwelche aussortierten Sachen. Und es findet sich immer jemand in diesem Haus, der das cool findet und der das haben will. Und das ist noch eine schnellere und noch eine leichtere Sache, meine Sachen loszuwerden, als jetzt über Kleinanzeigen, wenn ich sie einfach verschenken will. Also die Sachen, die ich aussortiere, so alte Tassen und so, die stelle ich jetzt einfach hin und gucke, ob sie jemand mitnimmt. Wenn nicht, schmeiße ich sie weg, weil das lohnt sich jetzt auch nicht, die zu verkaufen oder zu verschenken. Also da ist der Aufwand nicht im Vergleich zu dem, was es dann bringt. Aber ich denke, wenn ich Sachen unten hinstelle, dann wird auf jeden Fall ein Großteil weggehen. Ich habe nämlich manchmal auch da schon Sachen hingestellt, wo ich mir dachte, ah, das ist eigentlich eher Müll, aber ich probiere es mal. Und es ist immer, bisher ist es immer weggegangen. Ja, und jetzt, Leute, werde ich meinen Mietvertrag kündigen.
Ich habe das jetzt aufgesetzt, dieses schriftliche Ding da. Und ich schicke das jetzt ab. Und ich weiß nicht, warum das so ein krasses Ding ist in meinem Kopf. Ich habe auch eben schon gesehen, dass meine Wohnung wieder online ist, dass die Anzeige wieder drin ist, was irgendwie crazy ist. Also es macht natürlich Sinn. Der muss sie ja vermieten. Aber es ist irgendwie ganz krass, weil die Anzeige sieht auf den ersten Blick genauso aus, wie ich die damals gesehen habe. Und damit ging alles los und dieses große Chapter ging los. Ja, aber ich werde jetzt den Mietvertrag kündigen und das abschicken. So Leute, die Wohnung ist gekündigt. Es fühlt sich gut an, muss ich sagen. Es fühlt sich gut an. I flip the flip. Es ist irgendwie, ich habe totales Gehirnchaos. Ich habe auch gestern eine andere Nachricht bekommen, eine positive Nachricht bekommen, die nicht mich betrifft, sondern jemand anderen. Und seitdem sind meine Gedanken wirklich, als hätte man die einmal in den Mixer geworfen und umgerührt. Ja, aber ich mache mich jetzt gleich mal ein bisschen ready, weil ich gehe heute ins Kino und gucke den It Ends With Us Film. Ich bin sehr gespannt, wie der wird. Und ich freue mich vor allem schon auf den Soundtrack, weil ein Taylor Swift Song ist mit drin. Ich fand den Film die erste Hälfte über nicht so gut. Da hat er nicht so gefallen. Irgendwie fand ich das alles, es hat nicht so echt gewirkt. Und die zweite Hälfte hat mir dann eigentlich echt gut gefallen, muss ich sagen. Ja, und ich habe mir vorher im Thalia noch zwei Bücher gekauft, die wollte ich euch jetzt noch zeigen. Einmal von Freida McFadden, The Coworker. Ich kenne die zwei Housemaid-Bücher von ihr. Also auf Deutsch heißt die, sie kann dich hören und sie kann dich sehen, glaube ich. Und den gibt es noch nicht auf Deutsch, zumindest ist mir der noch nie begegnet. Ich mag ihren Schreibstil sehr, deswegen habe ich das mitgenommen und ich brauchte dringend Lesenachschub, weil ich habe gestern mein Buch beendet. Und dann ist mir etwas passiert, was ich lange nicht mehr hatte, und zwar, dass ich keinen Stapel ungelesener Bücher hatte, der auf mich gewartet hat. Deswegen wusste ich, ich muss mir heute Nachschub holen. Und das zweite Buch ist The 7-Year Slip. Das habe ich irgendwo mal, irgendwer hat das empfohlen, ich glaube online irgendjemand. Ja, deswegen habe ich jetzt diese zwei Bücher und ich glaube, ich werde mit dem heute Abend dann jetzt gleich direkt anfangen. Es tut sich richtig dolle was. Gleich kommt jemand und holt die Balkonmöbel ab. Ich bin jetzt doch schon losgeworden und jemand hat auch den Wandteppich gekauft. Deswegen ist das hier jetzt auch schon leer und die Wohnung verändert sich auf jeden Fall. Es nimmt Gestalt an, es geht voran. Es sind wieder ein paar Tage vergangen und es ist noch einiges passiert. Ich hatte am Sonntag spontan 12 Wohnungsbesichtigungen hintereinander für meine Wohnung für einen Nachmieter. Das ging den ganzen Nachmittag und das war richtig intens, aber es war irgendwie auch cool und das hat das Ganze nochmal total real gemacht. Und mein Vermieter hat sich ziemlich sicher auch schon für jemanden entschieden, also die sind gerade noch am Absprechen wegen Vertrag und so. Und gestern waren wir den Mietvertrag unterschreiben und da ist mir auch nochmal ein Stein vom Herzen gefallen, muss ich sagen, weil wir ja bis dahin nur die mündliche Zusage hatten und ich die Wohnung schon gekündigt habe. Und es war ein risky Business und das würde ich, wie gesagt, niemandem so empfehlen. Aber ich habe es gemacht und es ist gut gegangen und das ist die Hauptsache. Unser offizieller Einzugstermin ist der 1.11. Ich muss hier am 1.11. raus sein, also diese Wohnung habe ich bis zum 31.10. Was bedeutet, dass ich mir sehr gut überlegen muss, wie ich das mache, weil ich kann nicht erst am 1.11. ausziehen, weil am 1.11. muss ich hier schon raus sein. Ja, das ist ein Problem für die Zukunft, Fiona. Ich werde mir da irgendwas Schlaues überlegen. Vielleicht können wir schon ein paar Tage früher in die neue Wohnung. Das müssen wir noch ein bisschen abklären. Aber ich würde an dieser Stelle jetzt gerne den Vlog beenden. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil wieder dabei. Bis dann. Tschüss.